Meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich zur Auftakt-Pressekonferenz der Luxemburg-Festspiele 2013. Mit diesen Worten begrüßte Karl Willi Beck, Bürgermeister der Stadt Wunsiedel, die Vertreter der Presse im Fichtelgebirgsmuseum. Intendant Michael Lerschenberg stellte im Anschluss den neuen Spielplan für das Jahr 2013 vor. Dieser hat es in sich. Auf 4 Eigenproduktionen und 4 Gastspiele kann sich das Publikum freuen. Los geht's mit einem Volksstück von Josef Rüderer, Die Fahnenweihe. Premiere am 21. Juni. Dann folgt etwas ganz Besonderes. Die zweite Premiere wird auch wieder ein Stück sein aus unserer Musical-Schiene, die ich ja nun, ich muss es jetzt leider so sagen, sehr erfolgreich eingeführt habe. Von mir ist es besonders spannend, dass es gerade unser junges Publikum auch sehr interessiert, was ja wichtig ist, dass man nicht gemeinsam mit seinem Publikum alt wird. Und hier haben wir ein Stück gefunden, das wie geschaffen ist für diese Bühne. Ich denke, viele von Ihnen werden den Film kennen von Monty Python, Die Ritter der Kokosnuss. Und da gibt es ein wunderbares, schräges Musical um diesen Stoff herum. Der hat den leider etwas komischen Titel Spamalot. Und da gibt es eben ein wunderbares, schönes, schräges Musical. Und es ist klar, wenn es da um Burgen geht, dann schreit die Luxemburg geradezu nach diesem Stück. Doch auch Klassiker kommen 2013 nicht zu kurz. Am 12. Juli ist die Premiere von Hamlet von William Shakespeare. Ein Familienstück mit Musik nach den Kinderbüchern von Paul Maar ist ebenfalls Bestandteil des Spielplans. Einen vollständigen Überblick über die Eigenproduktionen und die Gastspiele auf der Luisenburg Naturbühne und auch wieder im Felsenlabyrinth verschaffen Sie sich am besten auf der neu gestalteten Homepage.